Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute das Video wollte ich mal nutzen, um wirklich den ganz krassen Anfängern zu helfen. Weil ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Bloons Tower Defense 6 hat bei Steam letzte Woche, glaube ich, nur 1 Euro gekostet. Und es gibt viele neue Spiele. Außerdem haben wir in letzter Zeit ja immer wieder etwas Koop gespielt. Und da haben wir auch festgestellt, okay, die Leute haben nicht so richtig Ahnung, welche Einheiten wirklich wichtig sind, welche Runden wirklich wichtig sind. Und deswegen will ich dieses Video hier mal nutzen, um den ultimativen Anfänger-Guide zu machen, der wirklich allen Anfängern weiterhilft, um die Grundzüge vom Spiel zu verstehen und wirklich auch zu verstehen, warum man welche Einheit platzieren soll, warum welche Runde wie gefährlich ist und auch natürlich, welcher Held ist der anfängerfreundlichste Held. Und ja, wenn du schon Ahnung vom Spiel hast oder mehr Ahnung hast als ich vom Spiel, dann kannst du dir auch mal sehr gerne Tipps in die Kommentare schreiben, Tipps, die ich vergesse, in die Kommentare schreiben, dass wir wirklich weiterhelfen und wirklich vielleicht mal der Community helfen, aufs nächste Level zu kommen, spielerisch, dass wir nicht mehr Koop-Partien haben, wo jemand nicht weiß, dass der Alchemist relativ stark ist. Aber gut, fangen wir erstmal bei den Helden an. Also, ich habe schon mehrere Listen gemacht zu den Helden, aber welcher Held ist denn der anfängerfreundlichste Held? Und ich wollte gerade sagen, es gibt 3 Affen, die sehr anfängerfreundlich sind, aber ich würde runtergehen auf 2 Affen. Es gibt 2 Affen, die sind extrem anfängerfreundlich. Und wirklich, für den Beginn ist es wichtig, dass du einen Allrounder spielst. Ich weiß, Benjamin wirkt extrem reizvoll am Anfang, weil er generiert Geld, aber Benjamin ist nicht der anfängerfreundlichste oder beste Held für den Anfang. Ein sehr guter Held für den Anfang ist Quincy. Quincy ist ein Allrounder und wisst ihr auch wieso? Quincy könnt ihr in Runde 6 raushauen im Schimpansenmodus. Den könnt ihr quasi direkt raushauen, sobald die Runde beginnt. Außerdem, was kann Quincy noch? Quincy kann Tarnballons angreifen und er kann sogar mit Level 7 zum Beispiel auch Bleiballons angreifen. Das sind nämlich die 2 großen Einheitentypen, die ihr wirklich im Auge behalten solltet. Unsichtbare Einheiten und Bleieinheiten. Ich weiß, es gibt noch Keramik und so, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Da muss man sich jetzt gar nicht so hart drauf konzentrieren. Sehr gut. Owen zum Beispiel ist auch ein sehr guter Held, aber der kann unsichtbar nicht angreifen. Gwendoline kann unsichtbar nicht angreifen. Deswegen, wen ich noch sehr gut finde, ist Saouda. Wenn ihr euch einen Helden kauft, holt euch Saouda. Saouda hat zwar nicht die krasse Reichweite, aber Saouda hat mit ihren 2 Fähigkeiten noch andere Vorteile. Und gerade die 2. Fähigkeit ist sehr, sehr wichtig für 2 spätere Runden, und zwar Runde 76 und 78. Warum die wichtig sind, da kommen wir später zu. Aber ja, also, gehen wir davon aus, ihr habt das Spiel, ihr habt schon ein bisschen gespielt und ihr wisst jetzt, ah, okay, Saouda ist die beste Heldin für den Beginn. Okay, cool. Dann natürlich die erste große Herausforderung im Leben. Ich will mal ein Schimpansenlevel schaffen. Ist nämlich der schwerste Schwierigkeitsgrad. Ganz normal spielen, klar. Machen wir es sogar auf der ersten Map. Da habe ich nur einen goldenen Rand, lass uns den goldenen Rand mal schwarz färben. Okay, da hast du kein Affenwissen, da hast du kein Einkommen, bla 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 bla. Und wie wir aber sehen, 650 haben wir, Saouda kostet 650. Das heißt, wir können Saouda direkt am Anfang raushauen. Bleiballons kann sie erst auf Level 13 angreifen, das macht aber nichts. Weil auf Level 3 lernt sie den Schwertsprung und der kann auch Bleiballons angreifen. So, hätten wir Saouda draußen. Relativ stabiler Anfang, relativer Standardanfang, fertig. Saouda ist jetzt stark genug, um uns alleine eine ganze Zeit lang zu tragen. So, und jetzt kommen wir zu einer anderen, sehr, sehr wichtigen Einheit, die ihr auf jeden Fall raushauen solltet für die meisten Standardtaktiken. Denn es gibt immer so ein paar Runden, wo du darauf hinarbeitest. So, klar, die Partie beginnt jetzt und wir sind jetzt gerade in Runde 8, aber mein Kopf bin ich schon ein bisschen weiter und bin in anderen Runden. Zum Beispiel, eine wichtige Runde, die wir aber schon abgehakt haben, ist Runde 24. Weil in Runde 24 kommt das erste Mal ein Tarnballon. Tarnballons sind aber kein Problem, weil Saouda kann Tarnballons angreifen und außerdem platzieren wir gleich noch eine Einheit, die ebenfalls Tarnballons angreifen kann, und zwar der Ninja. Also wir haben uns hier den Ninja raus, denn der Ninja ist ebenfalls eine sehr, 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 sehr gute Einheit für die ersten, ich sag mal, 50, 60 Runden. Denn der Ninja ist sehr gut gegen Kleinvieh. Ihr wollt den Ninja aber richtig skillen, da kann man eine Menge falsch machen. Und zwar wollt ihr Ninja unten erstmal Eimer-Skillen, Such-Shuriken. Durch Such-Shuriken koppelt noch so ein Shuriken dazu, macht extra Schaden. Ihr merkt, der Ninja solo das hier erstmal alleine und das ist erstmal sehr, sehr entspannt. Ah ja, und manche machen es übrigens andersrum, die machen erst Ninja-Disziplin, dann Such-Shuriken. Aber da es hier nur einen Weg gibt und das im Grunde passt, mache ich das so. Und den skillen wir jetzt oben weiter und ultimativ wollen wir den auf Blue Jitsu haben und unten Krähenfüße. Das ist nämlich ein sehr, sehr starker Stufe 4 Affe. Die Frage jetzt: Warum sollte man Stufe 4 Affen raushauen? Ist es nicht stärker, für dasselbe Geld 3 Ninja rauszuhauen, aber die auf Stufe 2 nutzt das Skill? Und die Antwort ist nein. Ist es nicht. Für die ersten Runden ist es wirklich okay, einen Ninja zu haben auf Stufe 2, Stufe 3 nur.
Aber für die späteren Runden ist es halt wirklich wichtig, Affen zu haben, die Level 4 sind, die Level 5 sind. Denn in jeder Runde wollt ihr im Grunde darauf sparen, so ein, zwei krasse Stufe 5 Einheiten draus zu haben. Das sollte schon euer Ziel sein. Das solltet ihr schon anpeilen, wenn es mal die Linie weiter. Ist halt einfach Safety gegen Tarnballons, ist Safety gegen das ganze Kleinvieh, was wir hier haben. Und ja, es gibt natürlich noch so Runden, die ein bisschen gefährlicher sind. Runde 9 ist gar nicht so leicht, Runde 12 ist gar nicht so leicht. Aber Saouda ist halt so krass, die solot das und da müssen wir uns dann keine Gedanken machen. Auch in Runde 15 nicht, weil wir zum Beispiel diesen Sprung, zack, seht ihr. Und der Sprung kann übrigens bei killen. Ja, Runde 24 Tarnballons. Und die nächste Runde, die dann in meinem Kopf ist, ist Runde 28. Denn in Runde 28 kommt das erste Mal ein Bleiballon. Ich glaube, 6 Bleiballons. Das heißt, bis Runde 28 muss man die Fähigkeit besitzen, Bleiballons zu killen. Und ja, wer kann alles Bleiballons killen? Es gibt mehrere Affen, die das können. Zum Beispiel, der Moloch kann das machen, ist aber ein bisschen zu teuer. Das wollen wir nicht. Der Boomerang-Affe kann das machen. Das ist eine sehr günstige Variante. Hier unten, durch glühend heiße Boomerange. Das würde ich auch noch sagen, ist in Ordnung. Kann man auch raushauen. Wir machen das aber ein bisschen simpler, denn wir machen das einfach so, dass der Ninja Bleiballons angreifen kann. Der Ninja kann von Natur aus keine Bleiballons angreifen, aber genau da, zu diesem Zeitpunkt jetzt, kommt der Alchemist ins Spiel. Und das ist der Grund, warum der Alchemist so eine unfassbar wichtige Einheit ist. Denn wir haben uns hier den Alchemisten raus, ich mache den mal hier hin, so. Und guckt einfach jetzt mal die obere Skillung an beim Alchemisten, Säuremix. Wirft einen nützlichen Trank auf Affen, wonach sie Bleibloons platzen lassen können und extra Schaden bei Keramikbloons und Bloons der Moab-Klasse anrichten. Durch den Alchemisten auf Stufe 2 können alle Affen im Umkreis Bleiballons angreifen. Das heißt, du musst dann nicht mehr nachdenken, ah, da kommen Bleiballons, ich muss jetzt einen Mörser raushauen, weil der Mörser kann Bleiballons killen. Nee, Schwachsinn. Du haust einfach einen Alchemist raus und jede Einheit, selbst der ungeskillte Wurfelaffe, kann Bleiballons zerbomben. Und wir skillen es auch hier auf Berserkergebräu. Das macht den Trank nämlich besser. Dadurch haben die Affen extra Schaden, extra Reichweite, extra Angriffsgeschwindigkeit und es hält länger. Es ist nicht so verkehrt. So, und da wir das jetzt draußen haben, sind wir jetzt auch safe gegen Runde 28 und erstmal gegen alles, was Blei ist. Seht ihr? Das kommt zwar an, wird aber zerbombt. Das nächste Ziel, was wir jetzt im Kopf haben, ist Runde 40. Weil in Runde 40 kommt das erste Mal so ein großer Zeppelin. Der heißt Moab. Und das Besondere bei Moab ist, der hat sehr viel Leben und der geht nicht allzu schnell kaputt. Das heißt, du musst schon ein paar Einheiten raushauen, die viel Schaden gegen den Moab machen. Oder halt deine Einheiten so weit skillen, dass du da relativ stark da bist. Was da die leichteste Methode ist, um wirklich 90% aller Maps zu schaffen. Ganz, ganz simpel jetzt. Und zwar skillt ihr den Ninja einfach oben auf Blinitsu, unten auf Krähenfüße. Okay, haben wir das schon mal am Start. Saouda, ja auch noch am Start. Und jetzt skillen wir noch den Alchemisten auf stärkere Stimulanz. Und wisst ihr, was dann schon ist? Dann war's das. Der Moab, dieser riesige fette Zeppelin, wird kaputt gehen. Die Runden bis zum Zeppelin werden wir zerstören. Mit nur 3 Einheiten. Ich sehe das nämlich so oft, dass Anfänger das machen, dass die denken, ah, wir brauchen ultra viele Einheiten, da kommt jetzt, ah, das, ah, dann muss ich das platzieren. Nee, ihr braucht nicht viele Einheiten, ihr müsst nur die richtigen Einheiten platzieren. Und ja, da sind jetzt auch noch ein paar Ballons, die resistent gegen Eis sind und so weiter. Aber es soll uns erstmal nicht interessieren. Ich versuche euch ja wirklich nur eine Basic-Taktik beizubringen, mit der jeder von euch das schaffen kann. So, und ja, wir haben jetzt einen weiteren großen Schritt geschafft. Und zwar, wir haben jetzt Safety für Runde 40. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und jetzt, wo wir das geschafft haben, jetzt müssen wir weiterdenken. Weil wir müssen ja bis Runde 100 spielen. Wir wissen, ab Runde 90 kommen DDTs. DDTs sind Zeppeline. Die sind, also die schwarzen Zeppeline, habt ihr schon mal gesehen. Die sind unsichtbar. Die sind aus Blei. Und das heißt, da brauchen wir mehrere Komponenten für, um die gezielt und safe kaputt zu kriegen. Der erste Gedanke ist natürlich, ah, das ist übrigens der Moab. Seht ihr, wie leicht der jetzt kaputt geht? Den der sitzt hinweg, Saouda greift ein bisschen an und der ist kaputt gegangen. Wir haben nicht mal eine Fähigkeit aktiviert. Die leichteste Methode, wie ich das ganz gerne mache, ist der Magier. Denn der Magier hat eine Skillung, die ist unfassbar overpowered seit einigen Updates. Und zwar der Fürst der Finsternis. Der Fürst der Finsternis ist so übertrieben krass. Und das noch viel krassere ist, der Fürst der Finsternis ist so krass, den können wir vor Runde 60 raushauen. Wir werden jetzt ihn hier raushauen, so, wir skillen da unten schon mal ein bisschen. Und unser Ziel ist es jetzt, den Nekromanten rauszuhauen und dann den Fürst der Finsternis. Warum will ich diese Einheit haben? Ganz simpel. Erstens, immer wenn eine Einheit kaputt geht, dann beschwört der Fürst der Finsternis
einen untoten Ballon. Das heißt, wenn Zeppelin kaputt geht, beschwört er einen untoten Zeppelin. Das ist halt extrem stark gegen alles Kleinvieh, was auftaucht. Das heißt, jedes Kleinvieh, egal was es ist, muss uns nicht mehr interessieren. Und das ist auch nicht nur gut gegen Kleinvieh, die Zeppelin und so weiter, die er beschwört. Die können auch einen Moab killen, die können auch die DDTs so gut wie killen. Und die eigentliche Killerfähigkeit ist aber Schimmer. Er hält einen Angriff mit schwarzer Magie, der dauerhaft den Standpunkt aller Tarnbluns in der Nähe zeigt. Das heißt, wenn der Nekromant, / Fürst der Finsternis, Einheiten mit Schimmer trifft, dann verlieren die Einheiten ihre Unsichtbarkeit so gesehen. Das heißt, der Fürst der Finsternis, der ist nicht nur übertrieben gut gegen Kleinvieh, der ist nicht nur übertrieben gut gegen alles Unsichtbare, sondern der ist auch übertrieben krass gegen DDTs. Und für Leute, die das Spiel schon mal gespielt haben, die werden wissen, DDTs sind absolute Penner, die einen komplett zerbomben. Und jetzt die Runden 40 bis 60, da muss man im Grunde nur eine einzige Runde noch bedenken, und zwar Runde 59. Warum? Dazu kommen wir gleich. Aber ja, ihr wollt erstmal den Fürst der Finsternis skillen und sparen. Ihr braucht keine Angst haben, wie ihr seht. Der Ninja, Saouda, dann kommen wir zu mit den Alchemisten und den Zaubereraffen. Das ist gar kein Problem. Wir haben hier eine Armee von Untoten. Wir sind safe gegen Unsichtbar, haben wir am Start. Wir sind safe gegen Blei, sind wir am Start, dank den Alchemisten. Und wir sind auch safe gegen Moabs, weil hier die Einheiten machen genug Schaden dagegen. Die Untoten schaden da auch nicht. In Runde 60 kommt jetzt noch ein größerer Zeppelin, ein BFB. Das sind diese roten Zeppeline. Die sind stärker als Moabs, aber in der Regel sind die auch kein Problem. Wir müssen jetzt nichts extra dafür platzieren. Wir müssen einfach ganz normal den Fürst der Finsternis raushauen. Und der Fürst der Finsternis wird dann stark genug sein, um ihn zu killen. Da müsst ihr euch keinen Stress machen. Das ist die simpelste Methode, wie ihr wirklich euch durchstreiten könnt durchs Spiel. Und auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr halt eine Strategie verfolgt und für die Strategie quasi hinarbeitet. Na klar, die haben jetzt 23.000. Ich hätte jetzt ganz viele Stufe 4 Einheiten platzieren können, aber ich habe es vorhin schon erwähnt, das Ziel ist es nicht, möglichst viele Stufe 4 Einheiten auf dem Feld zu haben, sondern ihr wollt natürlich Einheiten haben, die auch im ganz, ganz späten Spiel was taugen. / Stufe 5 Einheiten. Und wir haben jetzt übrigens auch genug Geld für den Fürst der Finsternis. Ich hau's mal raus. Zack. Seht ihr rechts die Untoten? Ich geh jetzt mal hier kurz da oben noch. Dadurch macht er jetzt mehr Schaden. Und ja, diese Einheit ist halt so geisteskrank, wenn ihr ein Anfänger seid, mit diesem Setup, was wir da jetzt draußen haben. Schaffen wir es, glaube ich, schon bis Runde 80. Das heißt, fast alle Maps auf schwer sind mit diesem Setup hier schon geschafft. Ist tatsächlich so. Jetzt kommt Runde 59 und Runde 59 hat die Schwierigkeit, dass halt, ich hoffe, wir sehen es gleich, da. Die sind unsichtbar, aber die sind da so Metall. Das ist ja Kacke. Und ja, um die killen zu können, musst du halt unsichtbare Ballons angreifen können, aber du musst auch hier Bleiballons killen können, weil ansonsten rennen die einfach durch. Für Runde 59 unsichtbar und Blei. Aber das Setup haben wir ja schon mit unsichtbar und Blei. Dank den Ninja, dank den Fürst der Finsternis und dank den Alchemisten. Ihr merkt, der Alchemist regelt alles, was Blei ist erstmal. So, jede Einheit, die Blei ist, kein Problem, weil wir haben hier einen Alchemisten. Der gibt jeder Einheit die Fähigkeit, Blei anzugreifen. Das ist ultra, ultra wichtig. Und ja, was wir jetzt draußen haben. Wir haben hier den Fürst der Finsternis. Der ist ganz gut gegen Kleinvieh, gegen DDTs ist der sehr gut. Der ist auch gut gegen, haben wir ja gesehen, BFB ist schnell gestorben. Und es kommen nachher noch ein paar Sachen, die sind noch ein bisschen krass. Deswegen brauchen wir jetzt gleich eine Einheit, die großen Schaden macht. Wichtig jetzt übrigens, Runde 63. Auch eine wichtige Runde. Runde 63 ist übrigens meiner Meinung nach eine gefährlichere Runde als Runde 60. Die ist jetzt kein Problem, weil wir so viele untote Ballons haben und auch noch die Fähigkeiten haben. Aber in Runde 63 kommen drei Wellen. Drei Wellen, wenn wir da gucken. Oh, die erste Welle ist schon tot. Aber drei Wellen kommen von ganz viel Kacke. / Keramikkacke. Ihr habt gesehen, ist da reingesprintet. Und das kann so viele Runden kaputt machen. Da wir aber so viele untote Ballons haben, ist das tatsächlich kein Problem. Und das haben wir sehr easy kaputt gekriegt. Aber normalerweise ist Runde 63 durch die Wellen sehr, sehr kacke. Und da er halt übrigens relativ krass wirkt, ist mir jetzt wahrscheinlich gewollt, den Superaffen rauszuhauen. Aber da muss ich euch leider enttäuschen. Lasst die Finger vom Superaffen. Der sieht zwar cool aus, aber wenn man nicht gerade eine Fun-Challenge macht, ist der nicht unbedingt der Beste, weil die Stufe 5 gelungen sind sehr, sehr teuer. Die kriegt ihr in der Regel nicht rausgehauen. Ich will jetzt halt noch mal überlegen, was ich raushauen möchte, um großen Schaden zu machen. Weil ich weiß, das, was auf dem Feld ist, ist stark genug, um uns bis Runde 80 zu bringen. Wahrscheinlich Runde 80 auch noch schaffen, ganz knapp. Aber ich sollte halt jetzt eine Stufe 5 Skillung in Auge nehmen. Und da habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen freie Wahl. Wir brauchen halt eine Einheit, die hohen Schaden macht. Das ist alles. Zum Beispiel
Zum Beispiel Permaladung ist relativ stark, relativ günstig, macht guten Schaden. Beispiel Inferno-Ring macht ganz guten Schaden, kann man wahrscheinlich machen. Wahrscheinlich Armbrustmeister macht ganz okayen Schaden, kann man machen. Aber wenn wir den Armbrustmeister raushauen, dann müssen wir den Affen-Nachrichtendienst raushauen. Das fällt vielleicht nicht so auf, aber wenn wir hier mal gucken, der Ninja zum Beispiel hat nicht immer den Trank. Weil der Alchemist kann nicht zu jeder Sekunde jeden den Trank geben. Was uns aber die Fähigkeit gibt, wirklich jeden Ballon angreifen zu können, ist Affen-Nachrichtendienst. Das Büro verleiht spezielles Wissen zum Platzenlassen von Bloons und ermöglicht es Affen in der Nähe, alle Bloon-Arten platzen zu lassen. Runde 76 übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist auch eine Runde, da müsst ihr sehr doll aufpassen, da wir halt den Fürst der Finsternis haben, ist das kein Problem, aber da kommt eine Welle an Einheiten, die sich die ganze Zeit selbst regeneriert. Das heißt, ihr macht ein bisschen Schaden, aber da kommt immer wieder was Neues hinzu. Und da muss man tatsächlich aufpassen, wenn man nicht den Fürst der Finsternis hat. Diese Fähigkeit hier von Sauda kann das aber auch one-shotten. Das heißt, ihr müsst entweder den Fürst der Finsternis haben oder diesen Rutscher bereithalten. Spannend dazu, in Runde 78 kommen auch nochmal zwei Wellen. Das heißt, ihr wollt den Rutscher auch wahrscheinlich zweimal einsetzen oder halt den Fürst der Finsternis haben. Wisst ihr was, der Einfachkeit halber, wir machen mal den Heli. Jetzt skillen wir den mal oben, da, da, da. Eigentlich macht man das andersrum übrigens. Eigentlich haust du erst den Hubschrauber raus und haust dann Affen-Nachrichtendienst und so raus. Aber ich habe es jetzt mal so gemacht. Das wird uns aber, glaube ich, nicht das Genick brechen. Apache Prime macht halt sehr guten Schaden, deswegen habe ich ihn gewählt. Wenn nicht das alles zu kompliziert ist, die richtige Einheit rauszusuchen. Ich habe auch mal vor einem halben Jahr ein Video gemacht. Da habe ich die Ninja-Taktik erklärt. Und habe außerdem die Ruin-Taktik erklärt. Zwei Standard-Taktiken. Und da haben wir übrigens jetzt den Zom. Die fettere Einheit. Und ihr merkt, die lebt schon ein bisschen länger. Und da müssen wir uns schon ein bisschen mehr anstrengen. Und gerade die späteren Runden können da schon ein bisschen kacke werden. Und jetzt ist es ganz wichtig, jetzt solltet ihr nichts raushauen, weil jetzt brauchen wir unseren Damage-Dealer, Apache Prime. Deswegen sparen wir jetzt auf Apache Prime den Damage-Dealer. Und ja, wenn wir Apache Prime draußen haben, dann skillen wir hier auf Affen-Nachrichtendienst. Affen-Nachrichtendienst kann der dann die ganze Zeit jeden Typ kaputt machen. Und ja, es laufen im Hintergrund ganz viele Runden ab. Aber meiner Meinung nach, manche Runden im Spiel sind für mich so Checkpoints. Wenn du diese Level schaffst, dann schaffst du auch alle Level danach bis zum nächsten Checkpoint. Checkpoint Nummer 1, Runde 24 Tarnballons. Checkpoint Nummer 2, Runde 28 Bleiballons. Kann theoretisch Runde 34, 35 noch ein bisschen schwerer sein. Aber ignorieren wir das mal. Runde 40, Moab, der nächste Checkpoint. Dann der Checkpoint danach, Runde 59. Kannst du unsichtbar und Leikillen. Okay, Runde 60, nächste Checkpoint. BFB ist das erste Mal. Dann der nächste Checkpoint, Runde 63 mit diesen drei Wellen, die aber kein Problem sind, wenn du Fürst der Finsternis hast oder Saudas Rutscher hast. Hier den. Auch kein Problem. Checkpoint nach Runde 63. Runde 76. Da kommt auch diese Welle. Wenn du das schaffst, Runde 78. Wenn du das schaffst, Runde 78. Wenn du Runde 78 schaffst, Runde 80. Wenn du Runde 80 schaffst, Runde 85. Ist tatsächlich ein Checkpoint, weil Runde 85 kommen zwei Zooms. Dann der nächste Checkpoint, sind wir jetzt gerade, Runde 87, weil da kommen vier Zooms. Aber sollte auch kein Problem sein. Wir sollten während dieser Runde höchstwahrscheinlich Apache Prime freispielen. Stärkere Luftschiff und ihr seht, das fetzt alles weg. Sehr, sehr gut. Und ja, dann der nächste Checkpoint, Runde 90. Da kommt nämlich das erste Mal DDTs. Und da müsst ihr euch noch merken, Runde 93 kommt das nächste Mal DDTs. Runde 95 kommt eine Armee an DDTs. Also da wollt ihr wirklich am Start sein und da wollt ihr wirklich Affen-Nachrichtendienst haben. Oder halt ein Fürst der Finsternis, der krass ist. Und dann die Runden danach, ganz ehrlich, Runde 96 und Runde 97 sind nicht so kacke. Runde 98 hingegen ist dann meiner Meinung nach der nächste Checkpoint, weil in Runde 98 kommt eine Armee an Einheiten. Da kommen richtig viele Zombies, da kommt richtig viel andere Kacke und das kann Probleme machen. Kann. So, jetzt die DETs, habt ihr gesehen? Die sind schon ein bisschen weitergekommen. Der Grund dafür ist, wir haben Affen-Nachrichtendienst noch nicht gehabt. Das heißt, unser fliegender Held, der konnte die noch nicht so leicht damagen. Und guckt euch einfach mal jetzt den Vergleich gleich an. Achtung, die DETs kommen, da. Tot, 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 tot. Ganz, ganz anders. Deswegen ist Affen-Nachrichtendienst so wichtig. Wir haben jetzt noch ein bisschen rundenmäßig Zeit. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir müssen noch an ein paar Sachen denken. Meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist ein Sniper. Den Sniper haue ich mal hier hin. Der soll nicht den Trank abkriegen. Weil der Alchemist ist natürlich limitiert, wer es den Trank abkriegen kann. Und ich mache den Sniper mal dann hier hin. So. Und den skillen wir jetzt oben, oben, oben und gleich nochmal oben. Wir haben jetzt ja Schaden gegen Kleinvieh. Wir haben jetzt Schaden gegen Unsichtbar. Wir haben Schaden gegen fettere Einheiten. Und was uns jetzt halt noch fehlt, ist ein bisschen Support. Und Verstümmelmoab
fügt viel mehr Schaden zu und macht Bloons der Moab-Klasse für kurze Zeit bewegungsunfähig. Durch diese Skillung kann er Ballons betäuben. Und wenn wir jetzt hier die Mitte skillen, Schrapnellschuss, kann der im Grunde alle Ballons auf einmal betäuben. Das ist eine sehr, sehr starke Supporter-Fähigkeit. Reicht aber noch nicht. Wir wollen noch eine Supporter-Fähigkeit. Und zwar hier mit den Ninja, und zwar für Runde 99, und zwar Bloon-Sabotage. Denn mit Bloon-Sabotage können wir die Ballons verlangsamen. Diese Fähigkeit ist meistens wichtig für Runde 99. Weil die gepanzerten EDTs, die da kommen, die sind schon ein bisschen stärker, die halten schon ein bisschen was aus. Und da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. So, passt das jetzt mit den DDTs? Wie gesagt, Runde 95, DDT-Armee kann schon mal haarig werden. War aber, ist kein Problem. Ist kein Problem. Ganz entspannt. Und wir haben jetzt hier zwei Supporter-Fähigkeiten, cool. Wir haben jetzt hier einen Damage-Dealer, cool. Wir haben jetzt hier den Schutz gegen DDTs, cool. Und was wir jetzt noch raushauen können, wenn das passen sollte, aber ich glaube, das brauchen wir theoretisch nicht, ist einfach nur just for fun, weil es macht sehr, sehr krassen Schaden gegen den Bett. Wenn ihr mal 10.000 über habt zum Ende und ihr fragt, oh Mann, wie soll ich den Bett, also den Runde 100 Ballon killen? Nagelsturm. Nagelsturm ist euer Freund. Dafür müsst ihr Nagelsturm nah an die Strecke platzieren. Runde 98, schwere Runde. So, zack. Erstmal wichtig. Jetzt skillen wir noch da oben, dass ihr auch dann Bleischaden machen kann. Zack, zack. Und ich hau es jetzt mal kurz raus, glaube ich. Zack. Und, ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, sehr gut. Okay. Und wir haben jetzt immer noch 7.000 über. Einfach nur aus Langeweile. So. Ey, Slowmotion. Hab ich hier gesagt. Da. Gepanzerte DDTs, dann machen wir Slowmotion. Weil die können richtig, richtig eklig sein. Ist aber kaputt gegangen. Wir haben noch 4.000 über. Puh, ich mach mal nichts. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So. Und guck mal, wie schnell der jetzt kaputt geht. Achtung, Fähigkeit. Boom. Der Nagelsturm fetzt den Bett komplett weg. Das macht richtig übertriebenen Schaden an denen. Als schon, wer jetzt noch den Heli, der fetten Schaden macht. Der Bett, wenn der kaputt geht, spuckt noch einzelne Einheiten raus. Das kann noch eklig sein. Sollte aber nicht eklig sein. Die Tees kaputt, die ausgespuckt hat. Die Zombies gehen jetzt kaputt, die ausgespuckt hat. Und zack, zack. Und wir hätten jetzt den schwersten Modus im gesamten Spiel geschafft. Und wenn wir mal gucken, hier die Einheit hier sollte der Damage-Dealer sein. Die Einheit hat 1 Million Schaden gemacht. Scheint geklappt zu haben. Und ja, ich hoffe, das Wichtigste, was ihr mit rausnehmen könnt, ist, dass ihr wirklich euch im Kopf diese Checkpoints machen müsst. Ihr sollt nicht von Runde zu Runde spielen, sondern ihr müsst im Kopf wirklich euch bestimmte Checkpoints merken und wissen, ah, okay, das ist wichtig. Bis dahin muss ich aber was machen. Und das klingt vielleicht kompliziert, aber das ist im Grunde ja nicht so kompliziert. Ich meine, einer der großen Checkpoints ist einfach ein Alchemist raushauen und ein Ninja. Ihr wollt halt immer zwei Komponenten haben. Ihr wollt eine Einheit haben, die gut ist gegen Kleinvieh, und ihr wollt eine Einheit haben, die wirklich krassen Schaden raushaut. Wie gesagt, Einheiten, die krassen Schaden raushauen. Hier, Boomerang Mitte. Und MAD natürlich, der absolute König, was das angeht. Ich will, dass die Community von diesem Spiel besser wird. Weil es ist sehr, sehr nervig, Koop zu spielen und in jeder Runde sich aufregen zu müssen. Deswegen, lass uns dafür sorgen, dass sich da niemand mehr aufregen muss. Und dieses Video hier soll der ultimative Anfängerguide sein. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, denkt dran, Druidentaktik, Ninja-Taktik, wieder zu, bestimmt irgendwo verlinkt. Jetzt übrigens der schwarze Rand, der war vorher golden. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin und ciao.